Fachkräftemangel und Kostendruck bei gleichzeitiger Qualitätssicherheit. Das sind die Herausforderungen der Zukunft, auch für deinen Betrieb. Wichtiger Teil der Lösung: Cobots, kollaborierende Roboter. Wie einfach Cobot-Schweißen sein kann und was EWM besser macht als andere, bleib einfach dran. Cobots sind Roboter, die dafür gebaut sind, eine Aufgabe gemeinsam mit dem Menschen zu lösen. Jeder spricht im Moment darüber, zu Recht. Für kleine und mittlere Serien sind sie heute schon das Mittel der Wahl. In Zukunft wird es sicher nicht mehr ohne Cobots gehen. EWM bietet ein breites Spektrum an Lösungen. Von den umfangreichen Industrieanlagen bis hin zu den XQBot-Roboterschweißzellen für klein- und mittelständische Unternehmen. Wo das zu umfangreich erscheint, ist der Platz für EWM Smooth Tool. Aufbauend auf den bekannt zuverlässigen Cobots von Universal Robots und der Softwarebasis von Smooth Robotics bietet EWM ein durchdachtes Gesamtkonzept. Du benötigst nicht einmal zwingend eine neue Schweißstromquelle. Dank AnyRob Int XQ wird ein vorhandenes MiGMAC XQ Schweißgerät fit für den Cobot-Betrieb. Mit einem zweiten Drahtvorschub kannst du das Schweißgerät weiterhin für manuelle Schweißungen einsetzen. Das ist echt praktisch, etwa zum Heften. Es hält aber auch vor allen Dingen die Investitionskosten überschaubar. Wenn dich das im Detail interessiert, über den AnyRob Int XQ gibt es ein eigenes Video. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dank der außergewöhnlich tiefen Integration der EWM-Komponenten in die Software ist die Installation kinderleicht. Netzwerkverbindung herstellen, automatisiert nach der IP-Adresse suchen lassen, auf Connect klicken, fertig. Mit dem EWM Smooth Tool kann jeder Schweißer automatisiert Cobot schweißen. Auch du. Ganz ohne Programmierkenntnisse. Im FreeDrive-Modus zeigst du dem Cobot ganz einfach, wie er Schweißaufgaben erledigen soll. Damit das funktioniert, wird der Standard Universal Robot um den Teaching Flange ergänzt. Ab jetzt brauchst du nur noch diese drei Tasten. Mit der schwarzen Taste auf der Rückseite des Teaching Flanges gelangst du in den FreeDrive-Modus. Das bedeutet, du kannst alle Achsen des Roboters per Hand in die gewünschte Position bringen. Ist diese dann erreicht, speicherst du sie ganz einfach mit der blau leuchtenden Linear-Taste ab. Die Wege zwischen den verschiedenen Positionen berechnet die Software vollkommen automatisch und fährt den nächsten Punkt geradlinig an. Soll der Schweißbrenner nun eine Kreisbahn beschreiben, verwendest du für die Speicherung einfach die rot leuchtende Zirkulartaste. Über das Touchpad kann die Bahn bei Bedarf noch genauer definiert werden. So, jetzt noch einmal im Detail. Zunächst legst du fest, an welcher Stelle der Roboter starten soll. In einem zweiten Schritt zeigst du dem Cobot den gewünschten Startpunkt für das Schweißen. Nun kannst du mehrere lineare oder zirkulare Zwischenpositionen definieren oder wie ich hier gleich das Ende der Schweißnaht festlegen. Zum Schluss kommt noch der Exit Point. Auf dieser Position verharrt der Cobot, bis ein neuer Schweißvorgang gestartet wird. Ein Probelauf zeigt, ob der Ablauf stimmt. Alles passt. Richtig einfach, oder? Jetzt fehlen nur noch die gewünschten Schweißparameter. Die sind einzustellen am Expert 2.0 Bedienpanel der Stromquelle. Und schon hast du Freizeit. Natürlich kannst du die gewonnene Zeit auch für wichtigere Dinge nutzen. Mit dem EWM Smooth Tool geht natürlich noch viel mehr als nur simple Schweißnähte von A nach B. So sind Mehrlagen und Stichschweißungen möglich. Es kann im Versatz geschweißt werden, der Schweißwinkel kann individuell gewählt werden und noch vieles mehr. Zur weiteren Arbeitserleichterung stehen für diverse Aufgabenstellungen Pendel- und Webmuster zur Verfügung. Und damit die Übersicht nicht verloren geht, können natürlich alle Schweißprogramme auf dem Display dreidimensional visualisiert werden. Du siehst,
Zukunft kann so einfach sein. Und wenn du Fragen hast, schreib sie mir einfach in die Kommentare. Wende dich an einen unserer Fachberater oder an eine unserer Vertriebsniederlassungen.